Derby-Fieber in Berlin. Das lang erwartete Duell in der zweiten Bundesliga Nord zwischen dem Tennisclub 1899 Blau-Weiß und dem LTTC Rot-Weiß entfacht Leidenschaft und Emotion. In einem intensiven und dramatischen letzten Match behalten die Gastgeber schließlich die Oberhand und sichern sich einen knappen 5:4-Sieg. Es war eine schöne Erfahrung, zum ersten Mal in der deutschen Liga zu spielen und ich habe der Mannschaft sehr gern geholfen. Schon der Auftakt hat es in sich. Michael Agwi von Blau-Weiß gewinnt den ersten Satz gegen Oleksiy Krutik, bevor eine fast einstündige Unterbrechung folgt. Nach der Pause dreht Krutik nochmal auf, doch im Match-Tiebreak setzt sich Agwi mit 10:6 durch. Mein Einzel, es war ein bisschen stürmisch dann im zweiten Satz. Im ersten Satz habe ich souverän gespielt, glaube ich. Und im zweiten Satz kam ich nicht wieder so gut rein nach der Regenpause. Und ich denke, habe ich eigentlich ziemlich gut noch die Kurve gekriegt. Parallel dazu liefert sich Jonas Hartenstein ein heißes Duell mit Nino Ehrenschneider. Trotz starker Gegenwehr setzt sich Hartenstein in 2 Sätzen durch und holt einen weiteren wichtigen Punkt für die Gastgeber. Und das nächste Highlight lässt nicht lange auf sich warten. Das Aufeinandertreffen zwischen dem jungen Kroaten Matej Dulic und dem erfahrenen Spanier Oriol Roca Bataia. Dulic zeigt eine beeindruckende Leistung und lässt seinem Gegner keine Chance. Das erste Spiel war eines der besten Spiele, die ich seit langem gespielt habe. Es war fast perfekt. Ich habe nur in einem Spiel ein paar Fehler gemacht und das war's. Nach den Einzelpartien steht es somit 4:2 für die Blau-Weißen. Doch ist der Spieltag damit bereits entschieden oder können die Gäste von der Hundekehle das Blatt noch wenden? Eines ist jedoch sicher, die Fans beider Lager sorgen für eine elektrisierende Stimmung. Man kennt auch viele Leute und es ist einfach ein cooles Gefühl, vor Menschen zu spielen allgemein. Deswegen spielen wir auch den Sport und da kriegt man noch ein bisschen mehr Gänsehaut und hat man noch mal ein anderes Gefühl. Während Stodder Strombach im ersten Doppel souverän mit 6:1 und 6:2 gegen Dodic Nesterov gewinnen, zeigen Hartenstein Agwi im zweiten Doppel großen Kampfgeist gegen Krutik Ehrenschneider. Trotz einer starken Aufholjagd im zweiten Satz gelingt es dem Blau-Weißen nicht, den verlorenen ersten Satz wettzumachen. Die Entscheidung muss also im letzten Doppel fallen. Es ist ein nervenaufreibender Schlagabtausch zwischen Niebuhr Goltov und Roca Bataia López San Martín. Beide Teams schenken sich nichts und die Ballwechsel sind von hoher Intensität geprägt. In einem packenden Finish behalten die Gastgeber im Match-Tiebreak die Nerven und entscheiden das Derby für sich. Ist natürlich bitter gelaufen, irgendwie fehlt uns da ein bisschen Quäntchen Glück auch in den engen Situationen. Ist natürlich nicht so optimal für uns, tut auch weh, dass man auch so ein Derby verliert. So feiert Blau-Weiß den ersten Derby-Sieg der Saison und festigt sich auf dem 6. Tabellenplatz, während Rot-Weiß um den Klassenerhalt kämpft und weiterhin auf den ersten Sieg wartet. Am Freitag stehen bereits neue Herausforderungen an. Blau-Weiß trifft auf den Tabellenführer aus Neuss und Rot-Weiß muss beim Tabellennachbarn vom Suchsdorfer Sportverein von 1921 antreten.